Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Haas, Sie hatten das Glück, heute das erste Mal zu reden. Ich habe das Vergnügen, das dritte Mal zu reden zu diesem Thema. Und ich muss sagen, so langsam komme ich mir echt ein bisschen doof vor, immer wieder dasselbe zu sagen. Aber Herr Dörr, es zeugt doch schon von Beständigkeit, muss ich sagen, wie Sie Ihren Antrag und wie oft Sie Ihren Antrag hier vorlegen. Das ist wirklich beachtlich, muss man mal sagen. Ne? Das zeigt Hartnäckigkeit. Aber Hartnäckigkeit, das macht allein schlechte Ideen nicht besser. Ich würde jetzt nochmal ein paar Argumente des Herrn Haas aufgreifen, die nochmal ein bisschen unterstreichen, nochmal ein bisschen hervorheben. Vielleicht ersparen wir uns dann einen sechsten Antrag zum Privatschulgesetz. Wie gesagt, es geht um die Änderung des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft, das im Jahr 2011 angepasst wurde an aktuelle Bedürfnisse. Und diese Änderungen stellen keinerlei Hemmnis für neue Schulgründungen dar, ganz im Gegenteil. Möchte ein freier Träger eine Ersatzschule gründen, ist das nach wie vor möglich, unter dem Aspekt der Qualität. Qualitätssicherung ist das A und O hier. Und deshalb gibt es diese Frist von 3 Jahren, Herr Dörr, die Sie streichen müssen. Die Schule muss mit dem Zeitpunkt ihrer Genehmigung 3 Jahre ohne Beanstandung arbeiten und erst dann wird sie von der Schulaufsichtsbehörde als Ersatzschule offiziell anerkannt. Schulkonzept, personelle, sächliche Voraussetzungen, Organisationsstruktur, Umgang mit Schülerinnen und Schülern, Unterrichtsqualität, all das sind Dinge, darauf wird geachtet, dass Privatschulen in all diesen Faktoren nicht hinter öffentlichen Schulen zurückstehen. Diese Bewährungszeit bietet also zum einen die Möglichkeit für freie Träger, sich als zuverlässig zu erweisen und zum anderen zeigt es, dass die Schule zukunftsfähig gestaltet ist und für Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Bildung bieten kann. So ist auch das Land auf der sicheren Seite, da es nicht mehr zu Fehlgründungen auf Lasten des Steuerzahlers kommen kann. Die Kopplung der staatlichen Finanzierung an Wartefristen gilt übrigens in fast allen Bundesländern und teilweise sogar bis zum Vollausbau der Schule, was bei uns ja nicht der Fall ist. Als Beispiel für eine noch relativ früh gegründete neue Privatschule ist die private Förderschule für sozial-emotionale Entwicklung in Rappweiler. Diese ist im Schuljahr 1920 in Betrieb gegangen und startete mit 5 Schülerinnen und Schülern. Und mittlerweile hat sie sich wirklich etabliert, sie wird ausgebaut erneut und hat eine neue Lerngruppe hinzubekommen. Und vor allem für das nördliche Saarland ist das doch wirklich ein super Bonbon, sage ich mal, wie der Minister das immer so gerne sagt. Der mühsame Weg hat sich gelohnt. Sie sehen also, Gründungen sind nach wie vor möglich. Und da Sie vorhin gesagt haben, ja, Förderschulen, das wäre was anderes, das wäre eine Ausnahme. Vor kurzem, ich glaube im letzten Schuljahr, hat auch in Oberwürzbach eine Montessori-Gemeinschaftsschule erneut eröffnet. Also Sie sehen, auch andere Träger schaffen das. So, es geht also nicht darum, einen Wettbewerb unter unseren Schulen oder Schulsystemen auszurufen. Es geht darum, unseren Schulen, egal ob staatlich oder in privater Trägerschaft, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Und ohne Auferlegung dieser Hürden durch das Gesetz würde in unserer Schullandschaft Chaos herrschen. Unser Bildungssystem braucht keine Senkung von Qualitätsanforderungen. Was es braucht, ist eine starke und verlässliche Grundlage, auf der junge Menschen zu mündigen, verantwortungsvollen und gut ausgebildeten Bürgern heranwachsen könnten. Dieser Gesetzesentwurf leistet erneut keinen Beitrag dazu. Es stellt das Interesse einzelner Träger vor das Wohl der Schülerinnen und Schüler und das Gemeinwohl. Und deshalb lehnen wir zum 5. Mal ab.